Dresden am 18. Oktober, es gleicht einem Paukenschlag, als Stanislaw Tillich vor die Presse tritt. Ich bin davon überzeugt, für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue Antworten wichtig. Ich weiß, dass es dafür frische Kraft braucht und deswegen habe ich mich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben. 9,5 Jahre hat der heute 58-Jährige die Geschicke des Freistaats gelenkt, saß politisch lange fest im Sattel und blickt auf eine jahrzehntelange Laufbahn zurück. Im Mai 2008 wurde Tillich erstmals zum Ministerpräsidenten gewählt, als erster Einheimischer, der nach der Wiedervereinigung dieses Amt im Freistaat übernimmt. Ich möchte der Ministerpräsident aller Sachsen sein. Als Landesvater ist der Oberlausitzer beliebt, gilt als heimatverbunden und bodenständig. In die Landesregierung holte ihn 1999 Kurt Biedenkopf. Tillich bekleidete verschiedene Ministerämter und wickelte den Notverkauf der Sächsischen Landesbank ab. Mit dem Rücktritt Georg Milbraths übernimmt Tillich die Führung der Landesregierung und hat sich für den Freistaat klare Ziele gesetzt. Ein prosperierendes, angesehenes Sachsen, in dem man gerne lebt und arbeitet. Wirtschaftlich geht es bergauf. Die Pro-Kopf-Verschuldung und Arbeitslosenquote sind niedrig. Aber es gibt auch Schattenseiten. Abgehängte ländliche Regionen, Niedriglöhne, Lehrer- und Polizistenmangel. Im In- und Ausland wirbt Tillich für den Freistaat, doch zu Hause brodelt es. Pegida und fremdenfeindliche Ausschreitungen drohen Sachsens Ruf zu ruinieren. Ja, es stimmt. Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Und es ist größer als viele, ich sage es ehrlich, auch ich, es wahrhaben wollten. Der 24. September, ein neuer Tiefpunkt für die CDU. Bei der Bundestagswahl verliert sie in Sachsen ihre Führungsposition an die AfD. Die Nerven liegen blank. Altministerpräsident Biedenkopf macht sich zum Sprachrohr der parteiinternen Tillich-Kritiker. Wenig später gibt Stanislaw Tillich seine Rücktrittspläne bekannt.